als ich zu diesen Themen. Und ich freue mich, dass ihr da seid und ja, euch auch gerne einbringt. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich hier die kundigste bin von allen. Trotzdem finde ich das Thema, also ich habe mich sehr gefreut, Maya, dass du mich da gefragt hast. Wir haben ja versucht, auch Pacific Islander einzubinden, also Personen aus dem Pazifik, die in Deutschland leben. Das hat leider nicht geklappt, aber trotzdem denke ich, ist es ein Thema, das auch viele beschäftigt, eben auch Menschen aus dem Pazifik, die das in Deutschland auch studieren oder verfolgen, hast du gemeint. Ne? Also das möchte ich schon sagen, dass es da eine breite, mittlerweile Gott sei Dank schon eine breitere Beteiligung gibt, nicht nur der Wissenschaft, sondern eben auch NGOs und dass das Thema doch ja, eine gewisse Bedeutung mittlerweile hat. Ich würde gleich einsteigen mit meiner Präsentation dazu, weil ich mir denke, und das ist eben etwas, was ich gerne dann auch mit euch diskutieren möchte, dass das auch sozusagen ein bisschen Segen und Fluch ist, das Ganze. Also ich habe gerade gestern zufällig mit der Zeitung bekommen, das neue Red Bull Bulletin, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ups, kann ich nicht weiterschalten. No? Ja, da habe ich es. Und das war gleich interessant. Es ist wirklich nur jetzt sozusagen ein Zufallstreffer, aber den könnte man, denke ich, in der Form sehr oft finden, dass in derselben Zeitschrift zwei Beiträge sind zum Pazifik. Und zwar natürlich genau in dieser Dichotomie, die man normalerweise oder sehr oft findet, wenn über die Region berichtet wird. Nämlich einerseits ein wunderschönes Bild von einem Surfer auf Tahiti, wo eben so dieses Traum, Strand, Paradies, Leben suggeriert wird. Und im selben Beitrag, im selben Heft, etwas später nach hinten, ist dann eine Initiative vorgestellt worden von jungen, auch natürlich tauchbegeisterten Menschen oder Wassersportbegeisterten Menschen auf Tahiti, die eben sich engagieren, dass sie die Korallenriffe wieder reparieren und pflegen. Und das ist so, finde ich, dieser Gegensatz, der im Moment so stark in den Medien zu spüren ist oder zu lesen ist, zu sehen ist, zu hören ist. Dieses einerseits natürlich diese paradiesischen Vorstellungen und dazu dann die schwarze, die Rückseite sozusagen, die schwarze Seite, die Bedrohung dieses Paradieses. Und es ist zwar einerseits, finde ich, gut, dass durch die Klima-Awareness jetzt auch Pazifik stärker in den Fokus tritt, aber gleichzeitig finde ich das auch immer sehr problematisch, weil das eben meistens in diesen Schwarz-Weiß-Bildern gezeichnet wird und beides natürlich dem nicht gerecht wird. Und ich finde, da denke ich, braucht es sicher noch viel, viel mehr Information der Öffentlichkeit oder zum Beispiel auch der Medien, dass man da einfach aufhört, endlich in diesen Schablonen zu arbeiten, mit denen zu arbeiten, um natürlich Leserinteresse, denke ich, zu generieren. Aber das sollte ja eigentlich auch da sein, auch wenn man nicht jetzt vom Paradies spricht, sondern als einfach von einer Lebensraum, der halt seine Probleme hat, wie viele andere auch, und durch den Klimawandel natürlich besonders betroffen ist, in einer spezifischen Form allerdings, genauso wie auch andere Regionen betroffen sind. Also das finde ich etwas, was wirklich zu verfolgen wäre, dass es einerseits schön ist, dass es jetzt mehr Berichte gibt über den Pazifik, dass sie aber meistens eben in diesen, nach diesem Schema ablaufen, meines Erachtens. Ja, war da schon eine Frage? Oder ihr müsst euch melden, weil ich sehe leider nicht, falls da jetzt jemand die Hand hebt oder so, ich habe die Präsentation vor mir. Ja, ihr könnt auch jederzeit unterbrechen, also ich habe damit gar kein Problem. Gut, also das ist eigentlich nur der Einstieg gewesen, weil das zufällig jetzt genau aufgetaucht ist und man das eigentlich sehr oft sieht. Also ich verfolge das auch für ein Sammelprojekt, dass gerade die Art von Berichterstattung eigentlich mittlerweile schon fast die häufigste ist. Zum Pazifik. Hm. Gut, die Karte kann ich jetzt eigentlich weglassen, weil ich das Gefühl habe, es sind sehr viele Leute da, die schon mal dort waren. Vielleicht nur, wenn ich es mit dem Cursor kurz zeigen kann. Ups, schon zu spät. Nein, das geht nicht. Ich hätte da das Kiribati genommen und die Kataré Islands und wollte das eigentlich anzeigen, aber das kann ich jetzt leider mit dem nicht. Aber ich glaube, man sieht das eher auf der Karte einigermaßen gut und wie gesagt, die meisten von euch werden das ja eh wissen. Also Kiribati, würde ich jetzt mal so sagen, ist so fast zentral eigentlich mittlerweile hier eingezeichnet. Und die Kataré Islands, die werden eh viel zu klein, die sieht man dann nicht. Die sind so bei Bougainville nordöstlich. Aber das sind ganz kleine Pünktchen, wären das maximal hier, die man auf dieser großen Karte nicht sieht. Also das wären zwei Beispiele, die ich kurz bringen möchte, weil sie eben auch sehr ja, spezifisch sind in ihrer Wahrnehmung. Gut. Die Ausgangslage, das sind jetzt Zahlen, wo ich mir auch nicht weiß, sicher bin, ob es nicht eh schon von euch allen bekannt ist.
Wir sprechen von einer großen Fläche, die eine sehr kleine Landfläche hat. Also im Prinzip 15 Mal Österreich. Ich habe das jetzt umgerechnet auf Österreich, weil ich davon ausgegangen bin, dass eher Zuhörerinnen und oder Zuseherinnen da aus Österreich da sind. Also sehr klein für diesen riesigen Ozean sozusagen, wo da die Landflächen sich verteilen. Wenn man dann noch dazu Neuguinea, die Insel Neuguinea als Ganzes und Neuseeland abzieht, dann bleibt wirklich noch ganz wenig über, also 150.000 Quadratkilometer. Das wäre so zweimal Österreich im Prinzip, circa. Das sich dann eben verteilt auf die Inseln. Insgesamt sind 2.100 Inseln bewohnt. Das ist, denke ich, auch alles immer sehr relativ, weil natürlich Abwanderung und hin und her, also ganz auf die Zahlen, denke ich, kann man sich sicher nicht mehr verlassen, mit circa 3,2 Millionen Menschen. Das wären wirklich die BewohnerInnen der Inseln ohne Papua-Neuguinea, das relativ groß ist mit 9 Millionen, ohne Neuseeland und ohne Hawaii. Das wären ja an sich drei Regionen, die an sich kulturell und auch historisch noch dazu zu zählen wären, zu Ozeanien. Und was ich ganz ausgelassen habe, muss ich jetzt gestehen, bei diesen Zahlen ist West-Papua, wo ja Indonesien sozusagen dranhängen würde, weil ich da eigentlich mich jetzt mit dem nicht, gestehe ich, intensiver noch beschäftigt habe. Also West-Papua und Papua insgesamt. Gut, also das heißt, wir haben eigentlich auch jetzt nochmal auf einer Fläche von zweimal Österreich verstreut über den ganzen Pazifik 3,2 Millionen Menschen, also nicht einmal die Hälfte von Österreich, von den Einwohnerzahlen her. Also ich dachte, ich bringe das ein bisschen in diese Relation. Und diese Menschen verteilen sich dann jetzt noch in folgenden Staatsgebieten, wenn man so will. Also es gibt diese 14 unabhängigen Staaten, die habe ich hier aufgezählt. Ich denke, ich brauche sie nicht vorlesen. Und dann noch 12 bzw. 13 abhängige Gebiete. Der Unterschied ist da ein bisschen, dass man Bougainville als autonome Region als abhängiges Gebiet sehen könnte oder einfach als Teil von Papua-Neuguinea. Also je nachdem, wie man das dann sieht und zählt, würde man auf das hinkommen. Die abhängigen Gebiete sind deswegen jetzt hier besonders wichtig oder hervorzuheben, weil dadurch, dass sie eben in einem politischen Verhältnis mit einer anderen, mit einem anderen Staat stehen oder überhaupt Kolonialgebiete sind, haben sie natürlich, was die Migration betrifft, andere Bedingungen als eben unabhängige Staaten, was man auch sehr stark bei den Zahlen sieht. Also zum Beispiel, wenn man Neuseeland sich ansieht, dass eben diese Assoziation mit Niue hat, da sind 2.000 Menschen, die auf Niue leben und 24.000 in Neuseeland. Also das sieht man schon, die Bedingungen, die natürlich die Migration da hat, wenn es diese Verbindung gibt. Während das bei unabhängigen Staaten natürlich viel schwieriger ist, weil ja natürlich da die Einwanderungsbestimmungen viel, viel strenger sind. Also das ist eigentlich, finde ich, aus diesem Grund wichtig für unsere Betrachtung. Dann würde ich gleich weiterdrücken. Also das ist auch etwas, was ich eigentlich nur bringen wollte, wenn es Leute gibt, die noch gar nicht so viel Erfahrung haben mit diesem also wie das Erscheinungsbild ist, also dass es diese hohen Inseln gibt und die niedrigen Inseln. Die hohen Inseln sind eben die Reste von der Kontinentalplatte, also dieser Urkontinent und vulkanische Erhebungen, also durch vulkanischen Tätigkeiten entstehen natürlich Inseln, verschwinden aber auch natürlich Inseln und die niedrigen Inseln sind eben Reste von diesen Vulkanen und Korallenriffen. Und diese Grafik aus einer Broschüre des Pazifik, da ist die Infostelle, nämlich Land unter dem Pazifik, da sieht man das eigentlich sehr schön, wie das entsteht. Also, dass da dieser Vulkan sich zurückbildet, dass sich drumherum ein Riff bildet mit diesem Gestein, das da abgebaut wird und dass dann der Vulkan eigentlich in der Mitte weg ist und drumherum noch die Lagune, also drumherum das Riff, in der Mitte die Lagune. Und dass das eigentlich so die klassische Form dieser Atolle ist. Und da sieht man auch schon natürlich die Fragilität, weil das eben nur sehr wenig Landfläche ist, die das Ganze eigentlich, wie das aufgebaut ist. Prinzipiell natürlich bei den hohen Inseln, da gibt es eine große Vielfalt, wie die sozusagen aussehen können. Also es gibt Inseln mit hohen Bergen oder auch flache, mit Hochebenen, mit einer starken Bewaldung oder auch weniger Bewaldung. Also da ist die Varietät natürlich größer als bei Atollinseln, die eine, eben diese geringe Landmasse nur haben und sich so maximal 2 bis 5 Meter über dem Meeresniveau erheben.
Und natürlich der große Unterschied ist, dass diese Atollinseln im Normalfall eben keine Quellen haben, keine Süßwasserquellen, sondern nur von der Süßwasserlinse abhängen, die wiederum über das Regenwasser gespeist wird, während hohe Inseln eben eigenständige Quellen haben und daher natürlich eben eine andere Vegetation möglich ist. Atollinseln haben eben Probleme normalerweise mit der Wasserversorgung, weil die eben nur über das Regenwasser stattfindet. Es gibt normalerweise auch eine geringe Humusschicht, das heißt eine geringe Vegetation und auch eine große Artenarmut im Vergleich zu den hohen Inseln. Damit ist es natürlich sehr viel anfälliger, so ein Ökosystem, als wenn es eine Vielfalt gibt, wo wenn eine Art ausstirbt, so quasi eine andere übernehmen kann oder diesen Lebensraum besiedelt, was dort eben nicht so leicht der Fall ist. Die Bedrohungen durch den Klimawandel sind würde ich sagen, wahrscheinlich schon sehr allgemein bekannt. Es ist natürlich der Anstieg des Meeresspiegels jetzt mal ganz konkret, der durch die Eisschmelze der Gletscher und Arktis und Grönlandeis und so weiter erfolgt. Das ist etwas, was viele Regionen der Erde betrifft, also ja auch in Europa, das weiß man ja, Niederlande zum Beispiel, noch viel stärker wahrscheinlich Asien, Bangladesch und so, aber eben auch natürlich die pazifischen Inseln, die ja, wie wir vorher gerade gehört haben, nur 2 Meter circa bis 5 Meter über dem Meeresspiegel liegen und da kann der Anstieg, also wird so prognostiziert, wenn das Eis tatsächlich schmelzen würde in weiten Teilen der Erde, könnte der Meeresspiegel so bis 4 Meter steigen und dann wären diese Inseln natürlich schon alle eigentlich überschwemmt. Also rein von dem her ist es natürlich schon eine große Bedrohung. Die Erderwärmung hat aber dann auch noch andere Folgewirkungen durch diesen Treibhauseffekt, dass sich die Niederschläge ändern, dass es tropische Stürme gibt, die zwar jetzt am Äquator selber nicht entstehen können, aber so ein bisschen sozusagen jeweils im Norden und Süden vom Äquator. Und die Wirkungen aber auch am Äquator zu spüren sind durch diese Riesenwellen, die da erzeugt werden. Und wo die Stürme auftreten, die Zyklonen heißen in der Region, also im Südwest, im Pazifik, gibt es natürlich auch riesige Schäden und große Bedrohung der Menschen oder auch halt natürlich der Vegetation allgemein, weil ja sehr oft auch Bäume gefällt werden, die Plantagen zerstört. Also da gibt es einfach insgesamt verheerende Auswirkungen, die alle Regionen betreffen. Also nicht nur die Küstenregionen, sondern eben auch Inland. Es gibt eine Ad-hoc-Frage. Ja? Wie viel Landmasse ist niedrig? Bitte? Welche Größe? Die Verteilung zwischen hohen Inseln und niedrigen Inseln weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Weißt du zufällig von den anderen jemand exakt? Also man kann es sich nur ansehen, wenn man sich die Karte ansieht, dann sind vor allem die Inselgruppen Federal States of Micronesia, Kiribati, Tuvalu, was haben wir da noch? Das Cook Islands, das sind lauter Marshall Islands natürlich niedrige Inseln, die davon sehr stark betroffen sind, während natürlich sowas wie Papua-Neuguinea oder auch Samoa, das sind hohe, also die haben einfach Festlandanteil, also Kontinentalfestanteil oder Neuseeland natürlich logischerweise. Aber auch bei diesen Inseln gibt es dann im Umkreis oft Atollinseln. Deswegen glaube ich, kann man das jetzt gar nicht so sagen. Die einen sind nicht betroffen, weil es sind sehr oft auch äußere Inseln von solchen sehr hohen und großen Inselgruppen auch betroffen. Aber ich weiß leider keine Verteilung. Ich glaube, dass man die Verteilung auch nicht angeben kann, aber die Atolle ja wenig Land haben, fallen die wahrscheinlich rein von der Landmasse her minimal aus. Interessant wäre die Frage, wie viele Leute leben wo. Mhm. Und da ist zum Beispiel Kiribati ja mit den 100.000 Einwohnern sogar eher einer der großen Staaten, abgesehen jetzt von den melanesischen. Da müsste man dann genauer hinschauen. Das wäre eine spannende Diskussion dann, aber fast ein eigenes Thema. Mhm. Bei Kiribati habe ich es eh aufgeschrieben, da kommen wir dann dazu, dann können wir uns das ein bisschen anschauen als ein Beispiel, wobei ich nicht sagen will, dass alle gleich sind. Also das kann man jetzt nicht übertragen, es hat schon jeder seine Besonderheiten, aber da sieht man ein bisschen den Vergleich dann. Mhm. Durch die Wassererwärmung, die natürlich auch entsteht durch den Treibhauseffekt, kommt es natürlich zum Korallensterben und das ist natürlich besonders bedrohlich für die Atollinsel, weil die Riffe damit ja auch absterben und damit eigentlich der Schutz auch der Lagunen wegfällt und das einfach das Land eigentlich zerbröselt, wenn man so will, also das, was sozusagen das aufbaut, diese Inseln.
und damit die Erosion ganz stark ist und einfach Landmasse verloren geht. Und natürlich auch Fischbestände, weil die ja natürlich auch sehr stark von diesen Wasserverhältnissen abhängen, Erwärmung und so weiter. Also da gibt es einen großen, leider also sehr große Auswirkungen auf diese Region. Ich habe das ganz unten hingeschrieben, obwohl sie eigentlich ja nur diese 0,03% Anteil an diesen, zum Beispiel an den Treibhausgasen haben, sind sie eigentlich in einer enormen Maß davon betroffen. Da sind wir natürlich auch, wir sind auch davon betroffen. Bei uns schmelzen die Gletscher und wir haben Sorgen uns um unseren Skitourismus, aber es ist jetzt nicht so, dass wir wahrscheinlich along unsere Österreich verlieren, ne? Während das dort eben der Fall sein könnte. Und bei manchen Regionen man das auch schon fast abschätzen kann. Insgesamt kommt es eben auf beiden Arten von Inseln zur Küstenerosion, also eben Landmasse geht verloren. Kann natürlich sein, dass es wieder woanders angeschwemmt wird. Also das ist ja, das Meer ist ständig in Bewegung und die Inseln, das ist natürlich etwas, was man wahrscheinlich, wenn man in einem langfristigen Zyklus draufschauen könnte, also wenn man sagt 10.000 Jahre, dann wird vielleicht wahrscheinlich irgendwo was anderes wieder entstehen. Aber nachdem ja das Menschenleben anders andere Perspektiven hat, ist es natürlich jetzt nur zu sehen, dass die Küsten verschwinden und Land verschwindet. Dann gibt es natürlich Dürreperioden, gleichzeitig auch Überschwemmungen auf Festlandinseln, also auf Inseln mit höheren Gebirgen und so gibt es dann auch diese Murenabgänge, also Sachen auch, die wir eigentlich haben, also so Landslides. Dann kommt es natürlich durch diese veränderte Niederschlag, kommt es auch öfters zu Schädlingsbefall. Also das betrifft jetzt die Vegetation ganz allgemein, nicht nur jetzt auch die Nahrungsmittel. Und auf Atollinseln kommt es natürlich viel stärker jetzt zur Problematik des Wassermangels, weil der ja normalerweise in der Süßwasserlinse gesammelt wird oder in Zisternen. Wenn es aber zu wenig Regen gibt zu gewissen Zeiten, ist es eben dann nicht vorhanden. Und das, durch dieses geringe Regenwasser kann dann auch Meereswasser in die Süßwasserlinse quasi von unten oder von der Seite eindringen. Das ist ja ein sehr poröses Gestein. Und das Süßwasser schwimmt ja quasi auf dem Salzwasser und dann vermischt sich das immer stärker und wird eigentlich immer weniger Süßwasser. Und damit sind die Böden dann drüber eigentlich auch wieder unfruchtbarer. Und es schrumpft eigentlich auch die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen. Aber allgemein ist es einfach ein Zurückgehen dann an Vegetation. Ja, mein Thema wäre ja eigentlich die Migration per se. Ich bin jetzt keine Klimaexpertin. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, weil das, glaube ich, ist etwas, was, ja, was wir aus der Kultur- und Sozialanthropologie auch einbringen können, im Gegensatz eben zu KlimaforscherInnen oder auch Soziologinnen und sonstigen Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigen, dass Migration ja etwas ist, was ja ein grundlegendes Merkmal des Pazifiks ist, der pazifischen Kulturen und Gesellschaften. Ohne Migration hätte es ja auch gar keine Besiedelung gegeben, wenn man das jetzt so ganz grob sagt. Also wenn sich Menschen nicht aufgemacht hätten, aufzubrechen in Kanus und größeren Schiffen, Booten, dann wären diese Inseln theoretisch ja noch immer unbewohnt. Also das ist, Migration ist schon etwas, was ein grundlegendes Merkmal eigentlich der Region ist. Ja, auch bei uns mit Wanderung und so weiter, aber erstens schauen wir jetzt auf den Pazifik und dort ist es ja wirklich etwas ganz Grundlegendes. Und es hat auch immer kulturelle Strategien gegeben, damit umzugehen. Also es gab eben so in kleineren Regionen den berühmten Kulla-Handel zum Beispiel, das war in der Region von Papua-Neuguinea, Insulares Papua-Neuguinea, wo man auch so Formen gefunden hat, wie man sich begegnet, wie man Fremde aufnimmt, wie man Kontakte knüpft, die dann auch längerfristig, also über Jahrhunderte hinweg bestehen, um eben für Krisensituationen auf ein Netzwerk zurückgreifen zu können. Das heißt, es hat diese Kontakte gegeben, es hat eine gewisse Heiratspolitik gegeben zwischen verschiedenen Inseln. Zum Beispiel ist auch Samoa wurde sehr lange von Tonga dominiert. Das kann natürlich jetzt, hat jetzt ein bisschen diesen negativen Touch einer, sagen wir das an, Fremdherrschaft unter Anführungszeichen, aber es ist ja gleichzeitig auch natürlich eine Unterstützungsleistung oder eine Verbindlichkeit, dass man eine Verbindung eben hat, die über Heiratsbeziehungen zum Beispiel oder Tauschbeziehungen generell aufgebaut wurden. Ich möchte das jetzt nicht idealisieren, weil das sicher auch nicht so schön war, wenn man als Frau zum Beispiel dann in ein
entferntes Dorf geschickt wurde und dort leben musste oder so. Und natürlich war das auch sicher eine sehr gefährliche Sache, in diesen, wie gesagt, natürlich zwar sehr ausgefeilten Booten mit diesen Navigationssystemen, diesen Pazifik zu befahren. Es gab sicher auch sehr viele Opfer, menschliche, aber es konnte sozusagen gemacht werden. Also es war vorhanden. Mit den Europäern und Europäerinnen, die dann eindrangen, hat sich das nochmal verstärkt, Migration eigentlich. Also während die traditionellen, diese Beziehungen eigentlich zurückgegangen sind, gab es dann plötzlich ganz neue Migrationsimpulse, die oft natürlich nicht freiwillig waren. Zum Beispiel wurden von den Briten, Britinnen, die Inderinnen nach Fidschi importiert, zum Teil zwangsweise, zum Teil angeheuert, circa ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, um dort eben auf den Zuckerrohrplantagen zu arbeiten, was natürlich eine enorme Bevölkerungsverschiebung oder Veränderung in Fidschi bewirkt hat, die bis jetzt eigentlich nachwirkt und auch zu politischen Kontroversen geführt hat, wobei die nicht anhand der Ethnien waren, sondern eigentlich natürlich Klassenkämpfe, aber die Auswirkungen waren schon so, dass im 20. Jahrhundert es eben diese Coups gab, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und da zum Beispiel Indo-Fidschianerinnen im großen Stil Fidschi wieder verlassen haben, weil sie einfach sich nicht mehr sicher gefühlt haben. Also da gab es zuerst das Ankommen und sich etablieren und Familie aufbauen und Generationen dort leben und dann eben durch diese politischen Veränderungen auch wieder das Weiterziehen, wenn man so will, oder die Migration nicht zurück nach Indien, sondern einfach weiter. Also das war zum Beispiel etwas, was durch die europäischen Kolonialmächte indiziert wurde und ausgelöst wurde und diese Folgen hatte. Genauso wie es eben Zwangsarbeiter aus Melanesien gab, die nach Australien gebracht wurden. Während des Zweiten Weltkriegs gab es auch von Japan her Zwangsarbeiter, die verschleppt wurden. Es gab die Absiedelung wegen Umweltschäden. Da sind eben die berühmt-berüchtigten, leider Atomtestversuche auf Bikini-Atoll, wo man die Menschen natürlich viel zu spät erst dann weggebracht hat, nachdem sie sich schon mit diesen verstrahlten, irgendwas, was da runterkommt, ich habe den Begriff nicht mehr im Kopf, schon kontaminiert Outfall. Haben. Outfall, genau. Oder auch der Phosphatabbau, der eben in Banaba betroffen hat und dort es zur Absiedelung der Bevölkerung kam, zwar im Zuge dann davor schon durch die Japaner, aber das war sozusagen eine große Motivation, die Leute dort quasi loszuwerden, um das Phosphat, das natürlich sehr wertvoll ist für die Industrie, für die Landwirtschaft, als Dünger abbauen zu können. Dann die Militäranlagen, wo man natürlich auch nicht erfreut war, wenn da Zivilistinnen noch und Zivilisten leben würden, also Guam. Dann auch eher kleinere Umsiedelungsversuche. Norfolk Island, die mit Australien assoziiert sind, wo eben versucht wurde, schon vielleicht mit einem gewissen, wie soll man sagen, positiven Gedanken, dass das einfach sehr, sehr kleine Gesellschaften sind, die auch sehr, sehr anfällig sind für alle möglichen Katastrophen. Also dass vielleicht, weil es auch keine ärztliche Versorgung gut gibt und so weiter, dass man da gedacht hat, für die Leute wäre es sogar besser, wenn sie woanders siedeln würden, aber dann doch so das Beharren so stark war und die Identität mit ihrem Heimatland oder mit ihrer Heimatinselgruppe, dass sie geblieben sind. Das ist eben bei Norfolk Island oder Pitcairn zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch das umgekehrte und finde ich noch fast traurigere Beispiel, dass Australien zum Beispiel geflüchtete Menschen, die über irgendwelche Wege die australischen Küsten sozusagen doch erreicht haben, ausgesiedelt werden in Flüchtlingslager, Asyllager auf Nauru und Manus zum Beispiel. Also auch eine Form von Migration, die natürlich in jedem Fall nicht freiwillig ist, sondern zwangsweise erfolgt. Woher kommen die Asylwerberinnen? Das sind größtenteils Boat People aus dem asiatischen Raum. Sehr viele, die natürlich fliehen, also ich glaube eher aus Bangladesch und aus diesen Regionen, die vor, wahrscheinlich Wirtschaftsflüchtlinge würden wir sagen, ne, fliehen, aber nichtsdestotrotz trotzdem ein neues Leben versuchen
irgendwo zu finden und dann eigentlich von Australien in Camps gesteckt werden. Also es gibt in Australien ja auch Camps, meistens so ganz grausliche Bedingungen in der Wüsten, in den Wüstenregionen. Aber für uns jetzt relevant, Pazifik, Australien würde ich da ja insgesamt weglassen per se, dass sie einfach auch nach Nauru zum Beispiel gebracht werden, was ein Wahnsinn ist, weil Nauru ist eine an sich ja eh schon sehr kleine Insel, die durch den Phosphatabbau ohnehin eine Art Wüste ist, wo die nicht so viel mehr lebenden Menschen auch nicht supere Bedingungen haben. Und dort dann hin noch Asylwerberinnen oder Flüchtlinge zu schicken, ist natürlich ein Wahnsinn. Also eigentlich zu schämen, wenn man es genau nimmt. Aber das ist halt die Flüchtlingspolitik im 21. Jahrhundert, denke ich. Ja, gut, also das sind so durch Kolonialmächte, also jetzt nicht nur europäische Kolonialmächte, das ist vielleicht ein bisschen falsch, sondern generell durch Mächte von außen, die Migration induziert, stimuliert haben oder auch gezwungen haben natürlich. Und dann gibt es aber auch eine Art von, man könnte schon sagen, freiwilliger Migration oder zumindest nicht mehr politisch organisierter oder so, Massenmigration oder Gruppenmigration, die auch sehr relevant ist für sehr viele Inselstaaten. Ich habe es mir so nur so kursorisch aufgezählt, die besonderen Push- und Pull-Faktoren, die es da gibt. Einerseits natürlich Überbevölkerung und Nahrungsmangel, der daraus resultiert. Das ist etwas, was es eigentlich eben historisch auch schon gegeben hat. Und in sehr, sehr vielen pazifischen Kulturen gibt es diese Mythen der Besiedelung. Also es gibt da sehr viele Mythen zum Ankommen, zum Entdecken von etwas, zum Ankommen eben, zum Urbarmachen, zur Etablierung von Kulturen und dann auch wieder zum Verabschieden, also zum Weiterziehen. Das ist etwas, was eben ein klassisches Muster ist, wenn man so sagen will. Und das ist aber heute auch zu beobachten. Also wenn eben Überbevölkerung auftritt, dass es dann schon die Bemühungen gibt, sich woanders sozusagen ein besseres Leben aufzubauen. Ist aber eher, würde ich sagen, eher eine Folgeerscheinung von anderen Faktoren. Weil die Überbevölkerung, gerade in Kiribati, betrifft ja eigentlich vor allem nur die Hauptinseln, also Haupttollinseln, während die äußeren Inseln eigentlich nicht überbevölkert sind. Jetzt nach dem, was die Inseln ernähren könnte. Aber natürlich gibt es eben diese anderen Faktoren, die wiederum diese Binnenmigration schon mal erzeugen. Eines davon ist sicher die Ausbildungsmöglichkeiten. Das ist natürlich recht ungleich verteilt ist, das kann man sich auch vorstellen, aufgrund der Geografie sozusagen, dass natürlich nur in den Zentren, in den großen Zentren der Region Universitäten zum Beispiel sind, wo man einfach eine gute Ausbildung bekommen kann und die natürlich wichtig ist, um beim nächsten Faktor zu sein, um auch eine gut bezahlte Arbeit zu bekommen. Ich möchte Arbeit nicht werten. Ich denke, Subsistenzarbeit ist sehr wichtig und gut. Aber wenn man natürlich das Verlangen nach Konsumgütern hat, die man mit Geld bezahlen muss, oder eben, wenn man seine Schulausbildung bezahlen muss, das sind ja auch sehr oft Staaten, wo Menschen dann hingehen, wo sie sowieso die Ausbildung zahlen müssen, zum Beispiel in den USA eben, dann ist natürlich der Drang, dass man sich Bargeld wirtschaftet, logisch. Und das bedingt natürlich auch, dass man sich eben in Regionen begibt, wo man einen Job findet, wo man gut bezahlt wird. Und dann, wenn die Verbindung noch sehr stark ist zur Herkunftsfamilie oder zur Herkunftsregion, ist es eben auch sehr wichtig, dass diese Rücksendungen erfolgen. Also das sind diese berühmten MIRAP-Staaten, wo eben Migration, Migration, dann die Remittances, also die Rücksendungen, sozusagen das Rückgrat ein wenig der Wirtschaft sind, genauso wie dann Aid, also die Hilfe vom Ausland, von internationalen Organisationen oder auch von Ländern, bilaterale Hilfe. Und dann die Jobmöglichkeiten in der Bureaucracy sind, also wo einfach ein sehr ausgedehntes, überdimensionales Verwaltungssystem dann besteht, weil das einfach etwas ist, wo man relativ leicht jetzt Jobs schaffen kann. Also das sieht man ja bei uns. Mit Verordnungen kann man Jobs schaffen. Die Frage ist natürlich, wie man sie zahlt, aber eine Firma, eine Fabrik wo aufzubauen, ist ja viel schwieriger. Ne? Also deswegen ist ja auch irgendwie das naheliegend, dass man da in der Verwaltung sozusagen versucht, den Menschen Arbeitsmöglichkeiten zu geben. Nur die Frage ist, wie man es bezahlt.
Und da kommt natürlich dann wieder Verschuldung und Abhängigkeit ins Spiel von internationalen Geldgebern beziehungsweise eben auch Ländern. Gerade China wäre zum Beispiel da so ein Faktor. Ja, dann haben natürlich urbane Zentren insgesamt eine starke Anziehung. Das sehen wir ja bei uns auch, dass es junge Menschen oft in Städte zieht, weil sie sich damit natürlich auch irgendwo dem sozialen Druck oder der sozialen Kontrolle entziehen können. Das ist im Pazifik, würde ich sagen, nicht zu unterschätzen, weil das ein System ist, das ja eigentlich auf einer, wie sagt man da, ich bin wirklich ein bisschen draußen, auf einer Herrschaft oder einer, ja schon im Prinzip Herrschaft von älteren Männern im meisten Fall aufgebaut ist, aber es können auch ältere Frauen sein, die natürlich den jungen Menschen im Dorf zum Beispiel Vorgaben machen, was sie zu tun haben, wie Arbeiten zu tun sind, nachdem das Ganze ja sehr stark auf kollektiven Tätigkeiten aufbaut, also dass Land zum Beispiel eben Kollektivbesitz ist und man da eben gewisse Gemeinschaftsarbeiten hat, die man erledigen muss, ist man da sehr stark eigentlich dem unterworfen, bis zu Verhaltensregelungen und all dem natürlich. Und das kann man halt in so kleinen Einheiten viel stärker kontrollieren, als wenn man dann in einer eher anonymeren Großstadt oder Stadt zumindest lebt und man dann Dinge tun kann, die man eben wahrscheinlich zu Hause unter Anführungszeichen nicht könnte. Deswegen hat das natürlich schon auch eine Faszination. Ich würde nicht sagen, dass es nicht auch für viele faszinierend ist, zu Hause zu bleiben, so wie bei uns ja genauso. Und es auch schön ist, wenn man sagt, man kann eben das nutzen, was schon die Eltern getan haben und dasselbe machen. Aber das ist sicher auch etwas, was nicht über Medien zum Beispiel propagiert wird. Also ich denke, es ist schon sehr klar, dass durch eine westliche Konsumwelt die urbanen Zentren stärker natürlich an Attraktivität gepusht werden als ländliche Regionen, auch bei uns genauso. Und dieser, das ist sicher auch ein Ansatz wäre, um das umzudrehen, auch bei uns, indem man einfach diese Wertigkeiten anders darstellt. Aber nachdem das ja auch mit der Wirtschaft zusammenhängt, wird das nicht so leicht eintreten, nehme ich jetzt mal an. Also man wird sich mit dem anfreunden müssen oder da kann man nicht jetzt wirklich viel dagegen steuern, dass einfach urbane Zentren eine starke Anziehung haben. Für jüngere Menschen zumindest. Und es gibt dann zwar schon, auch gerade für Ältere wiederum, diese Ideologie der Rückkehr, also dass es natürlich zumindest gesagt wird, dass man im Alter, wir sagen wahrscheinlich in der Pension, aber dann halt dort im Alter zurückkommt auf seine Heimatinsel oder seinen Heimatstaat, aber dass das dann natürlich auch nicht mehr so leicht möglich ist, wenn man die Familie jetzt dann schon woanders hat, keine medizinische Versorgung. In Neuseeland ist zum Beispiel auch so, dass man seine Pensionsansprüche verliert, wenn man länger außer Landes lebt und so weiter. Also das ist auch ähnlich wie bei uns in Migrationskulturen, Gesellschaften, dass das zwar die Ideologie da ist und der Wunsch oder zumindest gesagt wird, aber es dann nicht so leicht umzusetzen ist. Ja, Migration erfolgt auch natürlich im Zuge von Unruhen, gewaltvollen Auseinandersetzungen. Das war zum Beispiel in Bougainville zu sehen oder auch eben in Papua, also West-Papua betrifft es, dass dort die an der Grenze sehr viele auch nach Papua-Neuguinea fliehen. Und in der indigenen Rechtsprechung, das wollte ich auch kurz erwähnen, ich könnte es zwar jetzt auch nicht in Zahlen ausdrücken, wie oft das vorkommt, aber man liest es doch in der Literatur immer wieder, dass es natürlich in dem Sinn, wenn jemand eine Tat begangen hat, die von der Gemeinschaft als unrechtmäßig empfunden wird, wird man nicht ins Gefängnis gesteckt. Ich meine, müsste man ja sowieso auch Gefängnisse haben, aber jetzt auch egal, das ist jetzt nicht so der Zugang, sondern man wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen, aus der jeweilig aus der Dorfgemeinschaft, aus der Familie und muss dann woanders hingehen und sozusagen dort ein neues Leben beginnen, wo es natürlich sehr schwer ist, dass man dann dort überhaupt wieder angenommen wird. Und das bedingt natürlich auch eine gewisse Form von Migration. Oft ist das zum Beispiel auch ein Ausweg, dass man dann in ein urbanes Zentrum zieht, um dort in einer doch eher anonymeren Umgebung sozusagen ein neues Leben starten kann. Ja, also jetzt muss ich schauen, ob ich die letzten noch sehe. Dann gibt es natürlich Umweltkatastrophen, die jetzt nicht so stark mit dem Klimawandel mal in Zusammenhang sind. Das wären Vulkanausbrüche,
die auch natürlich vorkommen. Die Region ist ja so auf der Plattentektonik her sehr bewegt. Also da gibt es doch sehr oft solche Vorkommnisse. Da muss dann auch die Bevölkerung, so sie das überlebt, natürlich umgesiedelt werden oder siedelt freiwillig um. Es gibt zum Beispiel in Samoa, also eine der Inseln, der größeren Inseln von Samoa, Dörfer, die aufgegeben wurden, weil sie eben von der Lava einfach ja, überschwemmt wurden. Und auch kleinere Inseln, die sozusagen durch Vulkanausbrüche nicht mehr dann bewohnbar sind. Trockenheit, das betrifft zum Beispiel Regionen, also das ist eher dann, würde eher eine Binnenmigration auslösen, wo eben einzelne Gebiete dann unfruchtbar wären. Und nachdem doch ein Großteil des Pazifiks noch auf Subsistenz basiert oder zumindest ein Teil Subsistenz ist des Lebens, also dass man sich selbst versorgt mit eben Gärten, ist das natürlich dann doch ein großer Faktor, dass man wegzieht in Gebiete, die einfach noch genügend Wasser haben, um selbst wieder anzubauen. Wirbelstürme sind insofern, finde ich, auch ein Auslöser vielleicht von Migration, weil sie ja eben bedingen, dass sich dann für eine gewisse Zeit zumindest die Vegetation sehr verändert. Da werden zum Beispiel Bäume gefällt, also das ist zum Beispiel auch in Savai passiert. Dass dann es einfach viel schwerer ist, vor allem auch auf Atollinseln, wenn dann die Bäume knickt sind, bis das wieder alles anwächst. Und dass das Leben dann sehr unwirtlich ist dass zumindest eine temporäre Migration auslöst. Ja, und dann gibt es natürlich die Dinge, die durch den Klimawandel jetzt, was wir vorher schon kurz erwähnt haben, Migration bedingt. Und da würde ich jetzt gerne weiterschalten. Oder gibt es jetzt noch was zu diesen Sachen zu ergänzen? Ich meine, das sind eh sehr allgemeine Informationen, denke ich, die, wie gesagt, viele von euch eh schon kennen und wo man sich dann, wenn man Interesse hat, auch gerne noch weiter vertiefen kann. Was den Klimawandel jetzt betrifft und die Migration, die dadurch ausgelöst wird, da kann man mal prinzipiell sagen, dass das eben vor allem natürlich diese niedrigen Inseln, Atollinseln betrifft und dort eben sehr stark diese Binnenmigration, also von den Außeninseln zu den Hauptinseln, die jetzt deswegen nicht höher sind, aber halt einfach mehr Infrastruktur bieten, weil meistens die Hauptstadt dort liegt, weil es da vielleicht eine Flugpiste gibt oder aus irgendeinem Grund halt sich dort die Zentren gebildet haben. Kann auch sein, dass es eine Außenstelle der USP, der University of the South Pacific ist oder so, die zum Beispiel wieder Ausbildungsplätze garantiert oder halt ermöglicht. Also eben, dass diese Pull- und Push-Faktoren dann so auf so einzelne Orte dann zutreffen und die dann sozusagen regional ja natürlich eine Anziehung eben auswirken und zu dieser Binnenmigration führen. Die Probleme, die damit entstehen, sind natürlich eine kulturelle Entwurzelung, weil gerade in traditionellen Gesellschaften die Identität sehr stark mit dem Land, von dem man kommt, wo die Ahnen schon gelebt haben oder zumindest mythisch verortet sind, zusammenhängt. Also der Stammbaum, wenn man so will, ist eigentlich kaum von einem gewissen Ort zu trennen. Und da natürlich, wenn man diesen Ort aufgibt, weil man will oder muss, ist das natürlich eine sehr problematische Aspekt für die Identität auch eines Individuums, aber auch einer ganzen Gruppe. Und dann natürlich auch die Besitzansprüche, weil Besitzansprüche natürlich auch damit immer wieder belebt werden oder wie sagt man, geltend gemacht werden, indem man sie lebt. Ne? Also wenn man dann so quasi nie mehr dort ist, dann kann es natürlich auch sein, dass diese Besitzansprüche verloren gehen. Beziehungsweise, wenn man sich woanders hinbegibt, hat man dort keine, weil die eben sehr stark mit dieser Abstammung auch meistens zusammenhängen. Es ist doch noch immer so, auch wenn man das vielleicht ein bisschen auch manchmal idealisiert, dass aber ein wirklich größer, überwiegender Teil des Landes in den pazifischen Staaten Gemeinschaftsland ist und eben nicht einer Person gehört, Individualbesitz, sondern eben einem Clan, einer Familie, einer Gruppe, einem Dorf. Und daher ist natürlich viel schwieriger, es ist nicht so leicht, das dann nachzuweisen, wenn man zum Beispiel eben da ausscheidet aus so einem Verbund. Also da gibt es eben auch diese Probleme. Und wenn man wohin kommt, kann man sich eben auch nicht so leicht einfach nur Land kaufen, selbst wenn man das Geld hätte,
weil man da auch in ein sehr komplexes Geflecht eingebunden werden muss, um überhaupt da den Anspruch zu haben, dass man dort leben dürfte, längerfristig zumindest, und auch bebauen kann. Das sieht man eben sehr schön bei diesem Beispiel der Katareinseln, da komme ich dann gleich dazu. Dann die Folgen eben von dieser Binnenmigration ist habe ich schon gesagt, dass es dann auf wenigen Inseln eine sehr hohe Bevölkerung, also eine Überbevölkerung gibt, die wirklich enorm ist. Dort dann als Folge wiederum die Ressourcen, die dann natürlich überbeansprucht werden, gefährdet, nämlich eben vor allem natürlich Wasser, Lebensmittel, aber auch Wohnraum. Also da kommen dann in der Folge sozusagen wieder viele Probleme tauchen da auf durch diese Binnenmigration. Ich hätte jetzt zwei Beispiele, an denen man das ein bisschen sieht. Das erste Beispiel, da habe ich jetzt nicht so viele Infos und Fakten, das sind die Katareinseln. Das ist eine sehr, sehr kleine Inselgruppe, bestehend aus 8 kleinen Atollinselchen mit insgesamt 2000 Bewohnerinnen. Eben so circa, wenn man sich so vorstellen will, so nordöstlich von Bougainville. Bougainville ist eben entweder autonom zu sehen oder als Teil von Papua-Neuguinea. Und dort ist die Bedrohung also durch das Wasser schon so stark, dass man eigentlich schon Anfang des Jahrtausends gesehen hat, dass man da nicht ewig mehr leben kann. Und davor schon hat es eigentlich Umsiedelungsversuche gegeben. Dann haben die Bewohner selber eigentlich ein bisschen das, kann man sagen, das Heft in die Hand genommen und haben ein NGO gegründet, um eben sich zu überlegen, wie können wir unseren zukünftigen Kindern, Enkelkindern irgendwie das Überleben sichern. Und da gab es eben diesen Versuch, oder ein Versuch war eben, dass man sich auf Bougainville eine Stelle gesucht hat oder ein Land, wo man siedeln könnte, wo man umsiedeln könnte. Und das ist eben bei Inputs. Und zwar eben, wie gesagt, es ist relativ schwer, sich eigentlich Land anzueignen. In dem Fall war der Weg über die Kirche. Die katholische Kirche hat da ein Stück Land, das sie ursprünglich mal von den lokalen Bewohnern bekommen hat, sozusagen weitergegeben oder diesem NGO zur Verfügung gestellt, damit sie dort eben Personen von den Inseln ansiedeln können. Und wir waren 2011 dort. Da hat es schon Bemühungen gegeben. Und unter anderem wurden zum Beispiel Felder angelegt, dass man zumindest auch Nahrungsmittel dort anbauen könnte. Und es waren auch schon ganz wenige Familien dort. Wir haben dann mit der Leiterin, mit der Ursula, glaube ich heißt sie, gesprochen. Und ist eine sehr energetische Frau, also wirklich auch sehr beeindruckend so. Aber die natürlich schon auch sehr klar gesehen hat, dass es eine sehr, sehr schwierige Sache ist, die Bewohner der Inseln zur Übersiedelung zu überreden, so nach dem Motto, oder sie zu überzeugen. Es gab eigentlich ständig Rückschläge und es sind ein paar von den Männern, die schon auf Bougainville waren, um eben begonnen haben, die Häuser zu bauen und Gärten anzulegen, Plantagen, also kleine Plantagen anzulegen, sind zum Teil sogar wieder rückgesiedelt, weil es ihnen einfach nicht gefallen hat. Und wir dort waren, haben auch mit ein paar Menschen gesprochen und die haben dann gemeint, es hat so geklungen wie natürlich, es klingt ein bisschen lächerlich, wenn man sagt, auf der einen Seite wirst du vielleicht untergehen und du beschwerst dich jetzt, dass du in Bougainville, dass dort zum Beispiel das Klima viel kühler ist als auf den Inseln. Also sie haben gemeint, in der Nacht frieren sie oder sie können eben nicht so fischen, wie sie es gewohnt sind. Und natürlich könnte man sagen, es geht ums Überleben, ne? Also bitte nimmst halt eine Decke, ne? Unter Anführungszeichen. Aber es ist natürlich sehr wichtig, wenn man sagt, man möchte eine neue Heimat finden, dass man sich wohlfühlt. Und das war einfach nicht das Gefühl eigentlich für die Leute, dass sie willkommen sind. Also da gab es dann auch so Programme mit den Nachbarn, wenn man so will, und dem Dorf, das da drumherum wohnt. Aber eben auch, wie man sich fühlt, also ob man sich da anknüpfen kann. Und das hat eigentlich zwar wirklich sehr großes Bemühen gegeben und ich denke auch, ich glaube auch nicht, dass es jetzt schon beendet ist, aber jedenfalls diese Idee, dass man dann bis 2020, also bis heuer eigentlich alle übersiedelt hätte, was so ursprünglich ja der Plan war, das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Also es leben nach wie vor noch sehr viele Menschen auf den Katareinseln, obwohl die wirklich immer kleiner werden und zerfallen sozusagen.
Ja, das ist immer ein Beispiel. Ich wollte nur kurz anmerken, dass wir schon 6:50 haben. Okay, ja, dann mache ich Kiribati kürzer. Das ist eher eine Insel, über die man so, oder Inselgruppe, über die man so viel jetzt hört und liest, wo wir eben dieses Phänomen haben, dass es Vollinsel geben, wo ich jetzt eh schon gesagt habe, mit einer starken Binnenmigration auf die Hauptinsel Tarawa, eben mit der Hauptstadt South Tarawa. Und das dann, und das ist eben das Interessante, finde ich, dabei, dass man sieht, dass die nächstgrößere Insel, also die einen haben sozusagen 63.000 und die anderen haben 6.000. Also das ist wirklich das ist ein enormer Unterschied. Ne? Das ist so, wenn man sagt, Wien ist der Wasserkopf von Österreich, dann ist das ja nochmal um zig mehr sozusagen oder die Relation. Und da sieht man schon eigentlich, dass das hier eigentlich kippt, vermutlich. Also das könnte man schon aus den Zahlen sehen, weil die Landfläche ja auch nicht so viel größer ist. Und hat natürlich genau diese Folgen, dass es die Überbevölkerung, was ich eh schon erwähnt habe, das Leben eigentlich nicht unbedingt schöner macht. Dass man natürlich auch selber an manchen Dingen beteiligt ist, die das Land noch verringern, indem man zum Beispiel diesen Sand nimmt für Hausbau, weil man natürlich auch befestigte Häuser haben will, um auch einerseits natürlich geschützt zu sein vor Überschwemmungen oder auch diesen Verbindungsdamm gebaut hat zwischen zwei Inseln und damit die Meeresströmungen umgeleitet hat und damit auch vermutlich die Überschwemmung einer Insel im Atoll in der Lagune selber mit verursacht hat. Also es gibt schon auch so eigene Beteiligung, wenn man so sagen will, an der Verschlechterung der Lebensbedingungen, aber natürlich das Gros kommt von außen. Ich hätte da jetzt so Fotos, die das ein bisschen illustrieren, wobei ich es eh gar nicht so gut finde, weil die sind, obwohl sie natürlich eigentlich schreckliche Dinge zeigen, trotzdem noch immer sehr schön für unsere Augen wahrscheinlich. Aber ja, nur ihr kennt das eh. Hier sieht man ein Haus eben, das natürlich auf Stelzen gebaut werden muss, dass man überhaupt wahrscheinlich ein bisschen was Trockenes hat. Und so Seawalls, die so etwas improvisiert wirken und auch sehr leicht dann bei großen, also wenn es so Sturm gibt, bei King Tides, also mit sehr großen Riesenwellen weggerissen werden und man auch von Ozeanologen her gar nicht sicher ist, ob diese Dinge nicht sogar eher das noch verstärken, die Erosion, weil einfach eben das ein sehr fragiles Zusammenspiel ist zwischen Meeresströmungen und Landmasse und so. Nationale Maßnahmen sind zum Beispiel in Kiribati, dass ja durch den damaligen Präsidenten, war bis 2016 Präsident, sehr prominent vertreten war auf internationalen Konferenzen und der auch sehr vehement für diese Senkung der Erderwärmung auf 1,5 Grad gedrängt hat. Eben diese internationale Bühne, die man da gesucht hat, dann die Migration in Würde, die er eben als eine Strategie angenommen hat oder angegeben hat, wo man sich eben in Fidschi Land kaufen würde, damit man zumindest Nahrungsmittel anbauen kann und die Bevölkerung übersiedeln könnte zum Teil, was auch nicht erfolgt ist. Dann eben diese, dass es stärkere Migrationsquoten in sichere Länder gibt. Neuseeland wäre zum Beispiel natürlich so ein Land, wobei man schon sagen muss, dass die Lebensbedingungen dann dort ganz anders wären als natürlich in Kiribati. Also das ist eben dieses, dass man sich da gar nicht so wundert, dass eigentlich die Migration gar nicht so einfährt, wenn man das so sagen will, aus diesen Gründen. Also dass die Bevölkerung natürlich ja irgendwo auch an ihrer Lebensweise und ihren Lebensraum natürlich festhält. Das ist ja schließlich auch ihres. Also dass gerade die Migration von Kiribati nicht so stark ist, wie man sich es eigentlich vorstellen würde. Also sogar nur 4% der Bevölkerung. Wenn man da anschaut, zum Beispiel Tonga sind 50% migriert oder Samoa 46%. Also da gibt es andere Inseln, die weniger Anlass hätten jetzt, was die Verschlechterung der Lebensbedingungen ist, wenn man so sagen will, und viel stärkere Migration. Und das zeigt auch schon, dass gerade solche Staaten, wo so versucht wird, so geplante Übersiedelungsprojekte natürlich enorme Widerstände auslösen, einfach emotionale sicher auch, also dass das gar keine leichten Vorhaben sind. Dann gibt es jetzt unter dem neuen oder dem jetzigen Präsidenten auch so ein Projekt, wo man Landgewinnung auf den Inseln selber betreiben will. Das ist allerdings sehr umstritten, wird von China gefördert. Oder eben auch, wie man hier auf dem Foto noch sieht, dass man zum Beispiel Mangroven pflanzt. Das ist zwar jetzt keine Landmasse, die man dann zur Verfügung hätte zum Leben, aber Mangroven sind sehr wichtig, dass die Küste überhaupt gesichert wird und als Lebensraum für Fische ganz wichtig.
Also würde natürlich in dem Fall wieder die Ernährungssicherheit erhöhen. Internationale Maßnahmen, und das ist ja das, wo wir eigentlich am ehesten gefragt sind und uns auch eigentlich überlegen müssten, was ist unser Beitrag, wäre natürlich diese Senkung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. Also dass da natürlich unsere Regierungen Maßnahmen setzen müssen und sollten, damit wir das überhaupt erreichen, wahrscheinlich eh nicht mehr, aber zumindest in diese Richtung geht. Dann eine andere internationale Maßnahme wäre, dass man Klimawandel als Fluchtgrund ansieht. Da gab es jetzt gerade einen Fall, dass ein Asylbewerber aus Kiribati abgelehnt wurde zwar, aber dass man doch erkannt hat, dass wenn es eine Bedrohung für sein Leben wäre, wenn er in sein Herkunftsland zurückkehren muss, wegen Klimawandel, dass er dann nicht zurückgeschoben werden darf. Das ist natürlich etwas, was, glaube ich, insofern heikel ist, oder die Entscheidung wird wahrscheinlich da lange noch hinausgeschoben werden, weil es ja natürlich nicht um diese doch relativ wenigen Menschen im Pazifik geht, sondern wenn Klimawandel als Fluchtgrund anerkannt wird, dann werden natürlich das riesige Ströme, die aus anderen Regionen der Welt, wo auch immer hin, flüchten. Und da sich wahrscheinlich natürlich westliche Länder dagegen spreizen, dass sie das anerkennen müssten und damit natürlich wieder Menschen aufnehmen. Also das würde ja zum Beispiel in Asien oder vielleicht auch Afrika viel, viel mehr Menschen sozusagen zugutekommen als jetzt diesen doch relativ wenigen Pacific Islander, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber jedenfalls wäre das auch eine Maßnahme, die man natürlich setzen könnte, um den Klimawandel nicht zu ändern, aber zumindest das Überleben zu sichern. Dann natürlich finanzielle Unterstützung von den Ländern, damit sie eben Dinge wie diese Mangrovenwälder pflanzen oder andere, vielleicht auch noch wirksamere oder zusätzliche, natürlich viele zusätzliche Maßnahmen treffen könnten. Das sind ja auch größtenteils Länder, die kaum Ressourcen haben, außer jetzt ein bisschen Fischfang, aber das ist auch nicht so riesig. Also gerade auf den Trollinseln gibt es ja auch keine Mineralien, die man ausbeuten könnte und sich da sozusagen viel Geld machen könnte als Staat. Das heißt, da wäre natürlich internationale Hilfe ganz wichtig oder Unterstützung. Eben, dass natürlich dann diese Verschuldung vielleicht auch ein Faktor wären könnte, wenn die Naturkatastrophen stärker eintreten. Das ist auch etwas, was man wahrscheinlich dann im Auge behalten müsste. Und eine innerpazifische Lösung. Das ist natürlich etwas, was man von außen nicht tun kann. Das müssen eben die pazifischen Staaten selber tun. Aber man kann es natürlich unterstützen. Denn es gibt natürlich sehr stark noch diese Bindung an die ehemaligen Kolonialstaaten oder auch jetzt an neue Kräfte, politische Akteure wie eben China, vor allem Japan. Und dass man da einfach die zum Teil natürlich, denke ich, demokratischen Systeme unterstützt, aber auch sicher vielleicht kollektive Aktivitäten unterstützt, dass es eine stärkere pan-pazifische Identität gibt und auch sozusagen eine stärkere Zusammenarbeit über zum Teil natürlich Sprachgrenzen hinweg, die aus der europäischen Kolonialzeit noch kommen, oder eben auch ethnische Konflikte, also dass man da vielleicht unterstützend ansetzt von außen, damit dann sozusagen die Länder auch befähigt sind, interne Lösungen zu finden. Was wahrscheinlich für die Menschen, was jetzt das Leben betrifft, die vielleicht so leichteste akzeptierende Variante wäre, als wenn sie komplett woanders hin müssen und ihren Lebensstil doch auch ganz, ganz ändern. Ja, das wäre es eigentlich schon. Ich würde dann noch gerne eine Werbung für uns selber machen. Wir haben ja auch ein Buch herausgegeben, das ist zwar leider jetzt auch schon ein bisschen veraltet, wie ja alles, wenn man was geschrieben hat. Aber das wäre eben die Novara, die wir zum Klimawandel im Pazifik herausgegeben haben, die man bei der Österreichischen Südpazifischen Gesellschaft auch bekommt oder auch sonst im Buchhandel. Okay, dann würde ich das jetzt wieder wegdrücken und dann können wir uns jetzt wieder in die Augen schauen. Ja, vielen Dank, Margit, für diese sehr umfassende Präsentation. Und ja, ich gebe frei für Fragen und Diskussionen. Danke, Margit, für diese wunderbare Präsentation und diese schöne Zusammenfassung. Ich habe es sehr spannend gefunden. Es gibt natürlich viele Themen, über die wir noch ewig uns gemeinsam austauschen können. Kleinigkeiten. Ich finde ganz wichtig, das, was du gesagt hast, so zu diesem Kulturaustausch. Spannend finde ich, jetzt bezogen auf Kiribati, wo ich mich doch besser oder ein bisschen auskenne, also auf jeden Fall mehr als auf Cataret. Der ehemalige Präsident, den du erwähnt hast, Anote Tong,
hat ja sehr wohl sozusagen Optionen gewälzt der Möglichkeit, was passieren kann, wo man hin kann, hat aber immer ganz stark darauf bedrungen, dass es eben keine Flucht im Sinne von eben Notwendigkeit oder diese Opferrolle vermeiden wollte. Und meines Wissens ist der Landkauf in Fidschi schon über die Bühne gegangen und es ist dann sofort auch gesagt worden, aber es ist nicht zum Übersiedeln, es ist nur, um dort Lebensmittel anzubauen, also es ist ganz bewusst diese Situation. Und natürlich ist, wenn man die Kultur Kiribati kennt, dann das geht natürlich nirgends anders. Also die Menschen werden nicht viel, die könnte man in ein Hochhaus stecken in einer Großstadt, mehr oder weniger. Aber die Art, wie die Kultur aufgebaut ist, funktioniert natürlich nicht. Aber meine Frage dahingehend wäre, hast du Informationen gefunden, sozusagen, wie die neue Regierung, die ja quasi die Opposition darstellt oder gewählt ist, wie die jetzt mit dieser ganzen Problematik umgehen, welche Position die da beziehen? Ist es doch, wenn es nicht mehr bewohnbar ist, weil es eben der Meeresspiegel steigt und das Süßwasser rausdrückt, das ist ja das Hauptproblem. Und da gibt es ja keine Möglichkeit, da ein anderes Land zu besiedeln, weil Atoll ist, das sind alle Atolle, also außer Banaba, aber das ist eine Sondergeschichte. Mhm. Hast du da was? Das Einzige, was ich dazu gelesen habe, aber wie gesagt, bitte korrigiert mich oder ergänzt mich, ist, dass eben der neue Präsident diese Migrationen würde, ne, die der Alte sozusagen so gepusht hat oder als einen möglichen Weg gesehen hat, dass das eigentlich ein bisschen in den Hintergrund gerät und dass er eher sagt, wir sollen auf den Inseln, also auf den Atollinseln selber was machen und deswegen auch diese Landgewinnung irgendwie versucht wird mit Baggern und so. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, wo man da irgendwas hinbringen will. Hast du da, Julia, Informationen? Wie soll das gehen, bitte? Ich weiß auch nur das, was du gerade gesagt hast. Also der neue Präsident ist sehr zögerlich, was diese Migration angeht. Wie Harald schon gerade sagt, der kam aus der Opposition. Und verfolgt eine ganz andere Politik. Der Anote Tong hatte ja dieses Climate Migration with Dignity, also mit Würde migrieren, und hat dafür darauf Wert gelegt, dass wenn jemand sozusagen auswandert, der mit einer sehr guten akademischen oder zumindest hochkarätigen Berufsausbildung Kiribati verlässt, damit man eben nicht als Flüchtling kommt, sondern als hochqualifizierte Fachkraft in ein fremdes Land sozusagen. Und das macht dieser neue Präsident, ist ja auch überhaupt nicht so medial wirksam wie der Anote Tong. Also man muss, wie du schon sagst, man muss suchen, um überhaupt Aussagen von dem zu finden. Auch auf der Regierungsseite von der Regierung von Kiribati findet man da nur so Blabla, Politiker-Statements, aber überhaupt gar keine Inhalte. Also ich denke, der hat einfach andere Themen und er stellt sich das so ein bisschen vor wie in Dubai. Es kostet natürlich ein Schweinegeld, eine künstliche Insel anzulegen. Die in Dubai haben da ja ihre Hotelresorts draufgebaut auf diese Palmeninseln, die von außen Weltraum so aussehen wie eine Palme, aber davon träumt er, was ich jetzt gelesen habe, und will dafür Entwicklungshilfe eben von China annehmen. Deshalb der Shift von Taiwan zu China auch erst in der letzten Zeit. Aber das ist, in meinen Augen, ist das eine abstruse Idee. Also. Mhm. Ja, klingt sehr seltsam. Also da dürfte ein bisschen abgebrochen sein, was davor so gut begonnen wurde oder so intensiv. Ne? Weiß ich leider auch nicht mehr. Aber Julia, ich hätte gern dich gefragt. Ihr habt ja vor nicht so langem diese Symposien zu, oder diese Konferenz, oder wie nennt man das, zu China gemacht. Ja. Habt ihr eigentlich auch einen Fokus auf Umwelt gehabt? Wie sind da die Positionen von China zu dem Ganzen? Nee, zum Thema Umwelt haben wir gar nichts gemacht. Wir haben nur was gemacht zum Thema Ausweitung der Belt and Road Strategie in die maritimen Zonen der Region. Also mit dem Thema Umwelt haben wir uns überhaupt nicht beschäftigt. Da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst mit China. Also ich habe jetzt aus meiner Wahrnehmung nicht, denke ich nicht, dass China ein toller Umweltaktivist ist. Ja. Gut, manchmal sind sie allerdings so, dass sie wiederum Dinge finanzieren, wo sie nicht so starke Ideologien dahinter haben. Aber ja. Das ist natürlich, ja, man weiß es nicht, gell? Das ist noch schwierig abzuschätzen. Mhm. Ich habe noch eine Frage zu Inseln, die jetzt schon untergegangen sind und wie dann die Bevölkerung mit Migration oder wo sie hingemigriert ist. Ob du da noch was sagen oder ihr noch was sagen könntet? Also so, ich meine, das klingt jetzt so untergegangen, ein bisschen so wie blub, 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 ne, weg sind sie. Also das ist ja ein schleichender Vorgang, würde ich sagen. Und das heißt ja meistens, dass die Leute eben mal auf die Nachbarinseln dann wechseln. Ne? Also dass es so eine Step-by-Step-Migration wird. Und dass es nicht so ist,
ich nehme das letzte Schiff und zack, Achenoa und bin dann weiß nicht wo. Also das ist schon ein, der Prozess eigentlich geht so langsam vor sich. Und wie gesagt, es ist ja auch so interessant, dass es Prognosen gab für gewisse Inseln, wo man gesagt hat, zu der heuer, also 2022, können die gar nicht mehr bewohnt sein und sind immer noch bewohnt. Ja? Ja. Also kann man vielleicht das auch gar nicht so ganz einschätzen, wie das, die Meere und wie das alles reagiert aufeinander. Aber natürlich ist es schon, denke ich, auch bei anderen wiederum Situationen, dass man da ein bisschen die Augen verschließt, wo die Kirche, denke ich, auch ein bisschen so eine zwiespältige Rolle hat. Also es gibt sicher Kirchen, die da ganz engagiert sind. Und da gibt es ja auch so Netzwerke zum Klima. Aber es gibt natürlich auch ein, ich sage mal, ein großes Gottvertrauen und manchmal auch so diese Argumentationen, naja, Gott schaut schon auf uns und uns wird nichts passieren, wir werden nicht untergehen, so nach dem Motto. Und dass da ein gewisser Fatalismus auch fast dann herrscht. Aber die Inseln, die sozusagen schon überschwemmt sind, also dieses Bikeman da, ne, was ja ziemliches bekanntes Ding ist, da ist natürlich niemand, wie sagen, ertrunken deswegen, sondern sie sind halt einfach ausgewandert und haben sich halt auf, dann auf South Tarawa angesiedelt. Ja, wobei Bikeman überhaupt nicht besiedelt war eigentlich. War eh nicht, ja, genau. Also, ich meine, das ist auch etwas, was man so, was ich eben in dieser medialen Darstellung oft so schlecht finde, dass es oft um Inseln gibt, die gar nicht besiedelt waren und wenn sie besiedelt waren, dann waren das meistens Inseln, die auch nicht sehr die sowieso kein wahnsinnig gutes Leben ermöglicht haben, weil die immer schon sehr fragil waren. Also die sowieso schon oft davor auch schon zu Hungersnöten und Einschränkungen der Lebensqualität oder zu Unsicherheiten bei eben so Sturmkatastrophen und so tendiert haben. Also dass es das nie so dieses Paradies war, wo man jetzt plötzlich vertrieben wird, sondern das waren immer schon bedrohte Ökosysteme. Die Leute haben sich halt mit dem arrangiert und wie gesagt hatten auch diese traditionellen Ausweichmöglichkeiten, dass sie einfach leichter übersiedeln. Nur jetzt natürlich durch den Bevölkerungsdruck und dass man halt einfach auch mehr an Objekten hat, die einem lieb und wert sind und die man dann mitnehmen will, da man eben befestigte Häuser haben will mit ja, Gerätschaften halt, ist das natürlich viel schwieriger jetzt, dass man so temporär schnell zusammenpackt und sich in ein Kanu haut und auf woanders hin paddelt. Ne? Also das ist einfach anders mittlerweile. Ne? Und dass da diese Beziehungen einfach nicht mehr so wirken. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass man das sagt, man kann da zurückgehen. Also da bin ich eher ein bisschen skeptisch persönlich. Und ich finde auch nicht, es wäre sowieso nicht unsere Aufgabe, das zu sagen, aber ob man das überhaupt sich denken kann, dass das wieder cool, dass sowas wie ein cooler Handel wieder sozusagen reaktiviert wird, um eben diese Möglichkeiten zu haben, dann zu übersiedeln, wenn man es braucht. Ich glaube, das ist ein bisschen ein, es wäre zu nostalgisch und zu rückwärts gerannt. Aber man könnte natürlich neuere Konzepte sich überlegen, ne? Das denke ich schon. Ja. Harald? Ja, aber diese neueren Konzepte sind ja genau das, was du berichtet hast, dass dann eben, ich weiß nicht, 60, 70, 80% der Bevölkerung in Wirklichkeit, weil das sind diese 63, sind ja die offiziellen Zahlen, also die sind ja sicher noch viel höher, mittlerweile in diesem kleinen Streifen der Hauptstadtinsel oder der Hauptinselstadt, kann man nicht dazu sagen, die ist 30 Kilometer lang, ist an den breitesten Stellen 1,5 Kilometer breit und manchmal nur ein paar hundert Meter breit oder sogar drunter, weil es Inseln sind. Also da ist kein Platz vorhanden, da ist die ganze Verwaltung, das sind, was man eh auf einem schönen Bild gesehen hat. Also das, der größte Teil davon ist diese Mangrovenzone, wo die alte Fischzucht ist und jetzt diese neue Siedlungspläne gibt und alles Mögliche. Dort gibt es kein Land mehr, da gibt es keinen Platz, da können die Leute nicht hin. Und deswegen bauen sie auf den Stelzen, deswegen bauen sie die Seawalls, damit sie sozusagen am Grund der Verwandten oder den am nächsten Verwandten irgendwie noch ansatzweise ein bisschen also ein Haus hinstellen können. Und die natürlich höchst gefährdet sind, dann auch wieder weggeschwemmt zu werden beim ersten Hochwasser. Mhm. Also da ist ja auch so ein bisschen eine Verzerrung der Problematik, glaube ich. Ja. Ja, ich würde auch nicht wissen, was ich in Kiribati tue, wenn ich Präsidentin wäre, ehrlich gesagt. Also ich denke, Geburtenbeschränkung ist ein sehr heikles Thema, ne? Gerade im Pazifik. Und das ist ja auch wieder eine Zwangsmaßnahme, ne? Also die man sich auch nicht anstreben kann. Ich glaube, die Übersiedelung, die Migration erscheint gar nicht so attraktiv. Das ist zum Beispiel ganz anders als zum Beispiel in Samoa oder so, wo wirklich, wenn du mit jungen Menschen sprichst, fast alle auswandern wollen. Also
wenn du da sagst, da gibt es eine Quote, da bin ich sofort drauf auf dem Ticket. Ne? Also und andererseits denke ich, es wäre auch wieder fahrlässig, wenn man da die Alternativen so großer zeichnet, weil die sind sie auch nicht. Ne? Also wo immer du dann hinkommst, hast du es wahrscheinlich auch nicht sehr schön. Einmal, ja, entweder bist du nicht willkommen oder eben musst dich auch wahrscheinlich erst dann hocharbeiten, unter Anführungszeichen. Also das ist ja auch etwas, was sehr gut gezeigt wird, dass man eigentlich aus Staaten kommt, wo man doch einen Nationalstolz hat, aber auch natürlich ein ausgefeiltes Kulturleben, also im Sinne von für sich jetzt Kulturleben, und dann irgendwo strandet, wo das alles nicht wirklich anerkannt wird oder man es auch nicht leben kann. Und das ist natürlich auch eine enorme Verarmung dann ist. Ne? Ja. Frage dazu, hast du da was gefunden? Also mein Blitzgedanke, der mir gerade gekommen ist, wie weit einfach auch die Tatsache, die Bereitschaft zur Migration bestärkt oder hindert, wie groß die Communities in anderen Gegenden schon sind. Also wenn es in Neuseeland, in Australien, in den USA gibt es große Samoaner-Communities oder Fijianer, da ist vielleicht die Migration leichter. Auch Tuvalu hat viele Niue, hast du erwähnt, wo viele sind. Kiribati hat relativ kleine, echte Communities, ein bisschen in Australien und halt in Fiji ein paar. Aber das ist jetzt sozusagen immer die innerpazifische Migration. Die großen Ziele sozusagen, so Neuseeland oder so, sind sie quasi irrelevant, damit auch kulturell nicht präsent, auch sprachlich, auch Anknüpfungspunkte. Hast du was Genaueres gefunden? Wie weit ist das beeinflusst da? Nein, das habe ich nicht. Also für Kiribati jetzt nicht, für Samoa und so schon natürlich, weil das ja durch diese Kettenmigration sowieso dann, ich würde nicht sagen, fast natürlich verläuft, aber die Propaganda ja innerhalb der Familien und so durch diesen Austausch und so stark schon ist, dass das auch gar nicht mehr so in Frage gestellt wird, dass man auswandert und wo man hingeht. Also dass sich das oft so ergibt. Ne? Der eine ist schon dort, kommt nach und holt den nächsten nach und so. Und das eben bei Kiribati noch nicht der Fall ist. Es war die Maria Timon doch da, Timon, und die hat ja erzählt, dass sie ja in Australien aktiv ist und dort betreut sie diese Erntehelfer. Da dürften auch Leute aus Kiribati immer wieder kommen, die aber unter ganz komischen Bedingungen leben müssen, ne? Weil die müssen sich ja verpflichten, also so ein bisschen wie bei uns, glaube ich, Saisonarbeiter für eben Ernten. Und die müssen sich ja verpflichten, dass sie sich da zusammennehmen und quasi brav sind. Also ich nehme an, das stimuliert dann auch nicht, dass man dort ein gutes Leben hat, wenn man dann in irgendeiner Baracke sitzt und möglichst nicht trinken darf, keine Liebeleien haben darf und solche Dinge. Ne? Also ob das dann attraktiv ist als Potenzielles, dass ich Verwandte nachhole, auch nicht. Also insofern müssten schon die Aufnahmegesellschaften, wenn das überhaupt eine Option wäre, zum Beispiel Australien, sich überlegen, was können sie den Leuten bieten. Ne? Das ist natürlich in Neuseeland für die schon etablierten Communities leichter. Und da gibt es ja auch viele Programme dann eigentlich schon, ne, wo das auch anerkannt wird, der kulturelle Wert zum Beispiel, dass die Sprachen gefördert werden und all diese Dinge. Also wie man diesen Stein ins Rollen bringen könnte, wenn man das will, natürlich, da wüsste ich auch keine Lösung eigentlich. Ich wüsste auch nicht, was ideal wäre, weil es wäre natürlich gut, ein Land zu haben, das sehr ähnlich wäre von der, wie soll man sagen, ne, Bedingungen her, von den Lebensbedingungen her, aber das sind ja genau alle dann in derselben Lage, ne? Das hoffen wir ab, ja. Die sind genauso unbewohnbar und haben das gleiche Süßwasserproblem im Normalfall. Das ist wirklich schwierig. Mal ganz kurz vielleicht mal, ich weiß nicht, ob ich es nicht mitbekommen habe, was ist eigentlich mit dem Landkauf in Fidschi gewesen? Weil da ist doch schon Land bereitgestellt worden angeblich. Für Kiribati, meinst du? War es für Kiribati oder für Tuvalu? Ja, ich glaube für Kiribati war es, ne? Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so viel dazu und ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das bereitgestellt wurde oder ob es gekauft werden musste, weil ich habe eigentlich gelesen, es hätte gekauft werden sollen. Ja. Aber mit welchen Geldern, das weißt du da was, Harald? Ist das dann vom Staat selber aufgebracht oder über Aid? Also über wahrscheinlich sind es Aid, irgendwelche Hilfsgelder gewesen, aber meines Wissens ist es gekauft worden. Ja, durchaus stattliche Zahl, aber ich weiß nicht genau, ich habe es auch nicht genau gemerkt. Man kann sich googeln, ich glaube, die Julia ist ja schon dran. Ja. Sucht schon. aber an sich ist es Freehold Land. Das Problem war ja wie immer im Pazifik, wie die
Margit ausgeführt hat, dass natürlich Land nicht verfügbar ist, so locker. Und ja. Sie haben halt da Freehold Land gekauft. Und es war gleich eine große Sorge, dass die großes geschlossenes Gebiet, da waren gleich natürlich Ressentiments dagegen. Aber meines Wissens ist es schon gekauft worden. Ja. Aber vielleicht jetzt einfach von der neuen Regierung seit Arnaud Détons Abgang eben nicht mehr weiter verfolgt oder. Nee, es ist schon gekauft worden, aber auch für eine gewisse Millionensumme. Es war nicht billig sozusagen, aber immer unter der Prämisse, man will dort eigentlich, wie du schon gesagt hast, Harald, nur Nahrungsmittel anbauen. Man will nicht das ganze Volk sozusagen dahin umsiedeln. Aber das Geld wird sicher nicht staatseigen gewesen sein. Die Leute haben ja gar nicht so viel Geld, um solche Millionenbeträge auszugeben. Es wird sicher aus Aid oder vielleicht war es China Aid oder was dazu getan haben. Und wisst ihr zufälligerweise als Frage in die Runde, wie das mit dem internationalen Flüchtlingsstatus, also auf rechtlicher Ebene, UN-Ebene ist mit Klimaflüchtlingen? Ich meine, Neuseeland hat ja da ein bisschen Vorreiterrolle gespielt. Wisst ihr ein bisschen was über den Diskussionsstand auf UN-Ebene? Also ich weiß, dass es eine Arbeitsgruppe gibt bei der UN, die sich nur damit beschäftigt, das internationale Recht umzumodeln sozusagen oder umzuschreiben und einen neuen Status des Klimaflüchtlings einzurichten und den auch zu verankern in der allgemeinen Menschenrechtskonvention, in dieser Genfer Konvention. Da sitzt die treibende Kraft, ist eine französische Juraprofessorin aus Rennes. Okay. Die arbeitet an dem Text für diese Gesetzesnovelle. Okay. Also ich kann dir nur sagen, dass, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, in Österreich sind so die klassischen MenschenrechtlerInnen fast dagegen, weil sie natürlich Angst haben, dass wenn das aufgenommen wird, dass dann die Genfer Flüchtlingskonvention überhaupt nicht mehr gelebt wird oder so. Also dass dann quasi die Angst ist, dass so viele kommen, dass gar niemand mehr genommen wird, auch nicht die politischen mehr. Also die sind da fast eher auf der Bremse. Wobei jetzt wird da wahrscheinlich kein großes Gewicht haben, denke ich, in diesen internationalen Verhandlungen. Aber da war es eher so, diese Meinung vertreten. Aber ich meine, ist auch die Frage, ne, was es bringt. Weil ich meine, sicher, dann würdest du in ein Land kommen können, theoretisch hast du zumindest dann deine Grundversorgung gesichert, vermute ich mal. Ne? Aber ob du dann ein gutes Leben dir aufbauen kannst als Flüchtling, das ist ja genau das, was eben was man eben nicht zum Teil eigentlich haben will, diesen Opferstatus. Ne? Und dieses, ich habe dann die Gnade, dass ich aufgenommen wäre, war wahrscheinlich ein sehr schlechtes Leben und bin natürlich nicht sehr willkommen, oft auch noch. Ne? Ist natürlich auch nicht so toll. Allerdings, wenn es natürlich ums Überleben geht, ist es natürlich besser, als nichts zu haben. Ja, die Überlegung kommt ja daraus wahrscheinlich, dass Gebiete unbewohnbar werden. Ja, und dann, wenn ich das Gebiet gar nicht mal untergegangen, aber zumindest wenn es unbewohnbar ist, dass ich das dann verlassen muss und dass ich dann einen Flüchtlingsstatus kriege. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit da damit argumentiert wird, dass die nationale Regierung für ihre Bürger sorgen müsste und Bürgerinnen und sie eben genau solche Dinge schon vorbereiten müsste. Aber die Frage ist natürlich, wohin mit den Leuten, ne? Wenn du nur Land kaufen kannst, also ob man überhaupt solche Mengen kaufen könnte, um alle zu übersiedeln. Also, weiß nicht. Ja gut, man könnte sie in ein Hochhaus stecken, wie du gesagt hast, Harald, aber das ist wahrscheinlich nicht sehr richtig. Rein von der Zahl her ging es sich schon aus, aber das Dilemma ist ja, das ist ja eine gewachsene Kultur, die auf der Atoll-Situation, auf dieser gegenseitigen Abhängigkeit entstanden ist. Und das würde ja alles verloren gehen. Also du kannst die Menschen, also du kannst nicht einmal auf eine hohe Insel übersiedeln, weil alles das, wie das alles zusammenwirkt und funktioniert, diese ganze egalitäre System und so weiter, das bricht alles zusammen. Wobei man schon sagen muss, historisch gesehen, oder sagen wir sehr weit zurück, ist es natürlich gelungen, ne? Weil sonst hätten wir ja nicht die unterschiedlichen Typen besiedeln können. Ne? Also irgendwie eine gewisse Adaption. Leistung ist sicher möglich, ne? Aber genau, nur das Bewahren der Bestehenden ist halt. Ja. Also Klimaflucht würde für Atollbewohner bedeuten, eine massive Veränderung ihrer Kultur. Ja. Passiert natürlich, ja, klar. Aber vielleicht vor allem in diesen kurzfristigen Dimensionen, die man sozusagen als Mensch überblickt, selbst halt etwas oder schockierend ungewollt, aber. Man gleichzeitig hast du ja richtig gesagt, es gibt Leute, die wollen genau deswegen weg von den Inseln.
um aus diesen kulturellen Zwängen auszubrechen. Ja. Und in größere Städte oder ins Internationale zu kommen. Ja, also wir sind jetzt schon 20 nach 7. Also ich meine, ich finde es echt super, dass es so ein schöner Austausch gegeben hat. Aber ich möchte halt jetzt auch nicht, dass die halt vielleicht erwarten, dass es zu Ende geht. Also genau, es steht ihnen offen, wer halt nicht mehr im Gespräch sein möchte, auch das jetzt zu beenden. Aber ja, also ich habe mich sehr, sehr auch gefreut, dass so viele Persönlichkeiten hier von die sich halt mit dem Pazifik viel beschäftigen, da gewesen sind. Und ja, danke nochmal, Margit, für den wirklich netten Beitrag und diesen sehr fundierten Einblick in die vielfältigen Seiten. Naja, nach langem wieder eine Beschäftigung mit dem Pazifik für mich, muss ich gestehen. Also die letzten Jahre haben bei mir die geflüchteten Jugendlichen eigentlich dominiert, aus Syrien und Afghanistan. Ja, aber ich finde, du hast es sehr gut gemacht und hast dich auch sehr gut auf den aktuellen Stand gebracht. Beziehungsweise es wurde hier ergänzt. Ja. Es ist irgendwie schön, wieder einzutauchen, auch wenn man jetzt nicht hinfahren kann, was man aber eh nicht tun soll, ne, wegen der Klimasachen. Aber es ist doch irgendwie schön, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, ist jetzt ja noch viel mehr drin, aber man hat schon das Gefühl, man ist irgendwie verbunden, auch wenn es jetzt natürlich nur eine virtuelle Verbindung ist. Ne? Klar. Corona-Sachen, ja, überall drüber und so, gell? Also die Probleme sind nicht die gleichen, aber überall gibt es welche und es ist schon auch sehr schön, diesen Austausch zu haben, denke ich. Sind die Inseln eigentlich recht betroffen von Corona, weil da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ganz wenig. Also Fidschi oder so, die, wo wirklich am meisten internationaler Verkehr war, natürlich am stärksten, aber die gar nicht. Also gar nicht, null. Salomonen haben jetzt 3 Fälle, davon schon 2 im Krankenhaus und die haben gar keine Möglichkeiten zur Beatmung. Also wenn das da richtig schlimm wird, werden die Leute einfach sterben irgendwie. Neuguinea hat ziemlich viele jetzt. Die sind, glaube ich, auch schon bei über 700 oder so. Haben auch schon einige Tote. Aber ansonsten. Und Marshall Islands hat seit gestern auch welche. Und heute gerade las ich, dass Neuseeland wieder der erste Fall ist seit August. Im August haben sie es eigentlich für Corona frei erklärt gehabt. Und jetzt haben sie wieder einen aktuellen Fall. Ja, hoch war Guam zum Beispiel. Aber das ist sicher wegen der amerikanischen Militär. Ja. Nehme ich an, Einflug, Ausflug, ne, oder so wahrscheinlich. Vanuatu hat jetzt den allerersten Fall wohl vor ein paar Tagen gekriegt. Und Neukaledonien hatte 20 Fälle, aber hat jetzt auch keine neuen. Cool. Ja. Und wie ist es so mit der Einreisepolitik? Sind die da jetzt sehr streng? Viele? Man kann gar nicht, man kann als Europäer nicht hinfliegen. Und wenn, dann muss man... Ja. Keine Flüge. Ja. Und auch aus den USA, oder... Gut, Hawaii kommt man bestimmt aus den USA hin, vermutlich, weil das ist ja USA, aber... Aber es gab lange Zeit überhaupt keine Reisemöglichkeiten, ja, auch für Einheimische nicht. Ich glaube, der aus Vanuatu war einer der Ersten, der zurück durfte, aus den USA oder irgendwo anders. War. Ich glaube, also in Fidschi war ja jemand aus Indien zurück, der dann sozusagen das mitgebracht hat. Also so ganz, ja... Ganz vereinzelt nur eigentlich. Der Marshall Island Fall ist sicher auch mit den Amerikanern zusammenhängendes mit Quatsch. Oder also, ich weiß es von Neukaledonien, die haben auch ganz strenge, man kommt gar nicht mehr hin, auch Einheimische nicht. Und wenn, gibt es ab und zu mal einen Flug, damit Einheimische wieder nach Hause kehren können. Und selbst die müssen dann 2 Wochen in Quarantäne, ins Hotel, nicht zu Hause, verpflichtend alle. Und es gibt einfach kaum Flüge rein und raus. Aber was das für die Versorgung heißt, ich meine, da werden ja sicher mit den Flügen auch, gut, die Post ist eines, aber ich meine, so Medikamente und all das, ne, gebracht. Naja, ich vermute mal, dass die Flüge nur für Fracht, also nicht für Passagiere dann machen. Okay, dass das vielleicht doch gemacht wird. Ja, danke für euer Kommen nochmal. Danke, Margit, für den Vortrag. Und ciao Harald, ciao und schönen Abend an alle. Ja. Danke Maja, danke Margit. Ciao. Bin auch dahin, ja. Ciao, war sehr schön. Ciao, danke, ciao. Tschüss, ciao.